Die Altersdepression ist eine relativ oft unerkannt bleibende Erkrankung von Menschen über 70 Jahre, wo man denkt, naja, die verändern sich im Alter sowieso ein bisschen. Die Depression hat dann aber deutlichen Krankheitswert dadurch, dass die Leute nicht schlafen können, freudlos sind, ihre Interessen verlieren, keinen Appetit mehr haben, und tatsächlich richtig krank werden, behandlungsbedürftig.